Sie feiert wahrlich Renaissance. Hyazinthentreiberei auf Gläsern. Ja, es gibt viele, die glauben, dass Hyazinthen nur im Blumenbeet blühen. Doch lassen Sie sich doch mal überraschen. Auch Sie können die duftenden Blütentürme in den vier Wänden, insbesondere jetzt in der Weihnachts- und Winterzeit, zum Blühen bringen. Für die Kultur von Hyazinthen auf Glas brauchen wir nur eine Hyazinthenzwiebel, ein spezielles Hyazinthenglas, ein Papierhütchen und natürlich Wasser. Mein Tipp: Benutzen Sie abgekochtes Wasser, dann gibt es keine hässlichen Kalkflecken in und am Glas. Die Hyazinthenzwiebel sollte möglichst groß sein, denn je mehr Nährstoffe sie gespeichert hat, umso mehr Kraft steht ihr später für die Blütenbildung zur Verfügung. Die Hyazinthentreiberei ist kinderleicht. Zunächst wird das Glas bis ungefähr einen halben Zentimeter unterhalb des Zwiebelbodens mit Wasser gefüllt. Das wassergefüllte Glas mit der Zwiebel wird für ungefähr 8 bis 12 Wochen in einen dunklen, möglichst kühlen, aber frostfreien Raum gestellt. Die Temperatur sollte 10 Grad nicht überschreiten. Falls Sie keinen dunklen Raum zur Verfügung haben, können wir der Zwiebel ein dekoratives Hütchen aus farbigem Papier aufsetzen. Natürlich müssen wir den Wasserstand regelmäßig kontrollieren und das verdunstete Wasser stets nachfüllen. Bitte denken Sie daran, gerade beim Nachfüllen darauf achten, dass das Wasser die Zwiebel nicht berührt, denn sonst könnte sie zu faulen beginnen. Jetzt müssen wir nur noch regelmäßig einen Blick auf das Wasser werfen, denn sollte es trüb geworden sein, muss es vollständig erneuert werden. Die meistgestellte Frage in der Hyazinthentreiberei ist: Wann darf die Zwiebelblume das kalte Quartier verlassen und in die mollig warmen Stuben umziehen? Nun, sobald sich eine größere Zahl Wurzeln gebildet hat und die Blütenknospe sichtbar wird, dann ist der richtige Zeitpunkt für den Umzug gekommen. In den warmen Wohnzimmern kann die Hyazinthe dann ihr Blüten- und Duftfeuerwerk zünden.